Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Reihe über die Frage, wie komme ich eigentlich vom objektorientierten Modell zu meinem Programm? Im letzten Abschnitt haben wir uns damit beschäftigt, wie wir das Datenmodell nach C-Sharp bringen, also grundsätzlich die Klassen. Und jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir den Klassen noch Eigenschaften verpassen, die heißen in C-Sharp Properties. Wenn ich jetzt sowas habe, wie komme ich von da zu einem Programm? Also wie beschreibe ich meine Objekte, so dass ein Compiler daraus Programmcode machen kann? Und grundsätzlich ist es ja so, also dass diese Objekttypen hier, das sind ja im Prinzip so Blaupausen für Objekte, die dann eben zur Laufzeit existieren. Und die haben halt verschiedene Eigenschaften. Ja, die kommen hier in dieses mittlere Ding, das sind die Attribute. Und dann kann man hier noch Sachen dran programmieren, also quasi Verhaltensweisen. Und das gucken wir uns dann gegen Ende an. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir diese Struktur, so wie sie da ist, in C-Sharp übertragen bekommen, sodass wir dann in C-Sharp den Programmcode. Also im Programmcode von C-Sharp die Objekte instanzieren können. Das Datenmodell ist jetzt, sagen wir mal, hinreichend primitiv. Also es geht um Stadt, Land, Fluss, ja, und um Menschen, die eben dann in Städten wohnen. So. Und die Städte liegen in Ländern und Länder haben Hauptstädte. Und eine Stadt kann an einem Fluss liegen, muss aber nicht. Also das sind ja, ist ja im Prinzip hier so unsere Welt, in der wir uns gerade bewegen. Okay. Das erste, was wir sehen, also offensichtlich erben die hier alle von Named Object. Das heißt also hier, dieses Named Object hat einen Namen, der ist hier als String hinterlegt und da erbt das Land davon, ja, und da erbt der Fluss davon und da erbt die Stadt davon. Und das heißt im Prinzip, die haben auch alle Namen. So. Weil mehr hat das Ding ja nicht. So, ansonsten gibt es hier noch so ein paar Relationen. Fangen wir mal hier an. Also Städte liegen in Ländern, also Stadt liegt in Land und zwar in einem. Und in einem Land gelegen sind 0 bis n Städte. Super. Bis hierhin kein Problem. Ein Land hat eine Hauptstadt und zwar genau eine. Und eine Stadt kann halt von 0 bis 1 Ländern die Hauptstadt sein. Das gehen wir jetzt mal davon aus, dass wenn eine Stadt zu einem Land gehört und da Hauptstadt ist, dass sie nicht auch noch zu einem anderen Land gehört und da Hauptstadt ist. Das sagt uns hier im Prinzip diese 1. Gut, was uns hier auffällt, ist, das ist ja so ein bisschen ein Deadlock. Ne? Also hier ist eine 1 und da ist eine 1. Das heißt also, es gibt keine Städte ohne Länder, es gibt kein Land ohne Stadt. Haben wir so ein kleines Henne-Ei-Problem. Ja, das müssen wir nachher noch aufbrechen. Ansonsten ist der Rest ist von den Relationen her ziemlich normal. Also was weiß ich, Stadt liegt an 0 bis n Flüssen, ist klar, Fluss kann gelegen sein oder an dem Fluss können liegen 0 bis n Städte. Ja, kleiner Fluss keine Stadt, großer Fluss 15 Städte, Städte im Inland kein Fluss, Städte, was weiß ich, in einem Delta oder so, drei Flüsse. So. Jetzt haben wir hier ein Beispiel dafür, dass es nicht einfach nur Striche in Form, also Relationstypen in Form von Strichen zwischen Städten und Personen geben kann, also oder überhaupt zwischen Objekten. Da haben wir hier dieses geboren in und dieses wohnt in. Und das sind halt einfach zwei unterschiedliche Qualitäten. Ja, das eine ist eben bedeutet etwas anderes als das andere. Und geboren ist man in genau einer Stadt. Ja, und umgekehrt können in einer Stadt geboren sein 0 bis n Personen. Ja, also irgendwelche Kleinstädte ohne Entbindungsstation, da ist halt keiner geboren. Ja, und irgendwelche Großstädte sind ganz viele geboren. Und so eine Person, die muss irgendwo geboren sein. Sonst kriegt sie nämlich, was weiß ich, sonst wird sie nicht zur Person, kriegt keinen Personalausweis, keine Ahnung. Ist ja auch nur ein Beispiel. Das gleiche gilt für das Wohnen. Wohnen ist jetzt qualitativ was anderes als geboren sein. Ja, und da kann ich jetzt, ich muss mal mindestens in einer Stadt wohnen, kann aber auch in mehreren Städten wohnen. Umgekehrt können jetzt in so einer Stadt 0 bis n Leute wohnen. Kann man natürlich darüber streiten, ist eine verlassene Stadt, wenn da keiner mehr wohnt, überhaupt noch eine Stadt? Aber das kann uns ja jetzt erstmal wurscht sein. Wir sagen einfach, Städte können von 0 bis n Personen
bewohnt werden. Das ist auch ganz praktisch, weil dann kann man die Städte nämlich ohne Personen anlegen, denn Personen kann man ja, wie man hier in dieser 1 erkennt, auch nur mit Städten anlegen. Also von daher passt es ganz gut, dass es so rumgeht. Ja, also hier kann ich Städte anlegen, wohnen keine Personen drin, wurden keine Personen drin geboren und dann kann ich Personen anlegen und da sind dann die Städte drin. So, als Grundlage habe ich jetzt einfach mal hier so einen Instanzengraph gemalt. Also hier sind jetzt halt Otto, Erwin, Jan und Klaas und so weiter. Und der Otto ist geboren in Bielefeld und er wohnt in Essen. Ja, jetzt kann man hier sehen, der Pitt zum Beispiel, der ist geboren in Frankfurt und wohnt in Mülheim und Frankfurt. Ja, sehen wir hier, der hat zwei von diesen Wohnrelationen. Dann sind die Städte, ne, das haben wir eben gesehen, also so eine Stadt kann an einem Fluss liegen, an so einem Fluss können auch zwei Städte liegen, sehen wir hier. So eine Stadt kann auch an zwei Flüssen liegen. Das sehen wir hier oder hier bei Frankfurt eben. Ein Fluss, nämlich der Main. Ja, daran kann ich am Ende sogar noch die Städte unterscheiden, weil es gibt ja noch ein zweites Frankfurt. Es gibt noch ein paar mehr, aber in Deutschland jetzt gibt es mal nur zwei. So, wie schaut das aus? Fangen wir mal mit einem relativ einfachen Objekttyp an. Nehmen wir mal den Fluss. Fluss, relativ simpel, ist ein Named Object, ne, steht ja hier, ist abgeleitet, also Generalisierung von Fluss ist das Named Object und hat ein Attribut. Wenn wir jetzt also hier in das C-Sharp-Programm reinschauen, dann ist es relativ ähnlich zu dem, was wir in dem Java gesehen haben. Hier gibt es einfach als Operator den Doppelpunkt und dann ist halt der Fluss ist ein Named Object. Also jeder Fluss, den es jemals geben wird, ist ein Named Object. Diese Public Class sagt einfach nur, ich bin von außen zugreifbar, weil wir ja letzte Woche, als wir das angelegt haben, hier gesagt haben, naja, wir wollen nicht alles irgendwie in diese Anwendung reinschmieren, sondern wir machen uns so mal noch eine zusätzliche Library, die sich um die Datenhaltung und den Datenzugriff kümmert. Das ist die hier. Die hat auch einen eigenen Namespace. Das ist der hier. Und wenn man jetzt von außerhalb des Namespace auf irgendwas zugreifen können soll, dann muss es public sein. Also es ist reine Dekoration. Das ist der eigentliche Befehl, der spannend ist. Der sagt nämlich, ich bin eine Klasse. Und alles, was jetzt innerhalb dieses Kastens hier stattfindet, also innerhalb von diesem Kasten, ja, das findet jetzt hier statt zwischen diesen beiden Klammern. Ja. So. Das findet außerhalb statt. Wir haben hier nämlich diesen Generalisierungsfall. Und jetzt gehen wir mal gucken, das Named Object selber, das liegt hier. Ja, ist wieder in unserem Namespace, ist eine Public Class, also kann man erstmal sagen, okay, ist auch wieder so ein Kasten, ist von außen zugreifbar und hat den Namen Named Object. Drinnen ist, ja, wie der Name schon sagt, das Ding heißt Named Object, irgendwo ein Name. Ja, und der ist jetzt hier so deklariert, dass wir sagen, okay, es gibt hier einen Public String, also eine Zeichenkette, und die heißt Name. Gut, das tut noch nicht weiter weh. Jetzt ist es so, dass in C-Sharp diese Getter- und Setter-Methoden, die Sie in Java explizit schreiben müssen, die können Sie hier implizit schreiben. Also das hier ist der Get. Und der Trick ist halt einfach, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt irgendwie so ein Attribut habe, wo ich von außen zugreifen kann und ich lege da was rein und ich hole da was wieder raus, dass man sich drinnen im Objekt, und das hier ist ja der Bauplan fürs Objekt, so ein verstecktes Attribut beschafft. Ja, also ich sage jetzt hier private string underscore name. Ja, dieses underscore ist nichts anderes als eine Konvention. Also das Ding heißt unterstrich Name und da kommt jetzt einfach dieser Name rein. Und zwar hier, ne, sehen Sie, wenn ich jetzt hier set, in die set reinschaue, sehen wir Konvention, value, das ist das Schlüsselwort für den übergebenen Wert. Und den weise ich hier einfach den Namen zu. Und wenn ich jetzt wieder dran möchte, also mit get das wieder raushole, dann hole ich mir den, dann wird der einfach hier zurückgegeben. Also bis dahin noch nichts, das ist ja noch kein Rocket Science, das heißt einfach nur, es gibt von außen, sieht so aus, als wäre da ein Attribut, das heißt Name und drin ist es abgespeichert in diesem privaten Attribut. Warum machen wir das so? Weil wir natürlich auch noch ein bisschen testen wollen, ob das, was wir da tun, irgendwie sinnvoll ist. Und da gibt es hier die isNullOrWhiteSpace und die wertet aus, ob ein String null ist, also nichts oder komplett leer oder nur aus Leerzeichen und Tabulatoren und so weiter besteht. Das sind die Whitespaces. Und
Der Wert, der zugewiesen werden soll, der steht immer in diesem Value. Und dann prüfe ich den. Und wenn der halt irgendwie null oder nur voller White Spaces ist, dann ist das ein Problem. Und immer wenn ich ein Problem habe, dann werfe ich eine Exception. Ja. In jeder besseren Hochsprache ist es so, wenn es ein Problem gibt, wirft man eine Exception. Und der, der das Problem dann lösen möchte, der kann ja die Exception auffangen. Wenn er sie nicht auffängt, stürzt das Programm ab. Gut, jetzt haben wir also hier einen großen Handstand gemacht, dass unsere Namen auch immer gültig sind, also dass sie was Sinnvolles sind, weil die Grundidee war, die müssen immer einen Namen haben. Dann müssen wir jetzt dafür sorgen, dass beim Erstellen von dem Objekt auch tatsächlich ein Name da ist. Und beim Erstellen von einem Objekt wird der Konstruktor aufgerufen. Und der Konstruktor ist einfach nur ein Teilprogramm, also eine Methode von dieser Klasse. Und die heißt genauso wie die Klasse. Und das sehen wir hier, das ist unser Konstruktor. Und jedes Mal, wenn ich so ein Objekt anlege mit dem New-Operator, wird dieser Konstruktor ausgeführt. Und wenn wir uns erinnern, hinter dem New-Operator stand ja immer in runden Klammern die Attribute, die Parameter. Ja, und wenn es nur diesen Konstruktor gibt, dann muss man auch diesen Konstruktor aufrufen, um ein Objekt vom Typ NamedObject zu erzeugen. So. Und dem geben wir jetzt einfach als Parameternamen mit. Das heißt also, sie werden nie mehr in der Lage sein, ein NamedObject zu erzeugen, ohne den Parameter übergeben zu haben, weil sie nämlich zwingend einen Konstruktor aufrufen müssen. Und dieser Konstruktor hat eben diesen Parametername. Und jetzt sehen wir hier, wird einfach Folgendes gemacht. Dieser Parametername, ja, das ist der hier, wird einfach dem Attribut, also diesem Property zugewiesen. Und dieses Property, das ist der hier, der hat hier einen Setter. Und dann landet das, was wir hier zuweisen, dort in dem Value, wird geprüft. Wenn was schiefgegangen ist, schmeißt er eine Exception. Die wird hier nicht aufgefangen, also läuft es einfach durch. Ja, und wenn es in Ordnung ist, dann wird es diesen Namen hier zugewiesen. Ja, es gibt auch einen Destruktor. Aber so Dinge wie Garbage Collector und so weiter, das brauchen Sie eigentlich nur implementieren, wenn Sie Handles auf externe Ressourcen haben. Und da, außerdem Datenbank-Handle werden wir da keine von haben. Und das räumt sich selbstständig auf. Das ganze Speichermanagement ist in C-Sharp und Java ja sowieso gekapselt. Da kommen sie ja sowieso nicht dran. Das räumt er von alleine weg. Nach diesen ganzen Vorarbeiten wollen wir uns im nächsten Abschnitt noch mit dem Fluss beschäftigen. Der ist ja von NamedObject abgeleitet und hat dann entsprechend auch einen eigenen Konstruktor. Und da schauen wir uns dann mal an, wie man den Konstruktor der Superklasse entsprechend aufruft.